Die Bäckerei Peter finden Sie in Atliswil gleich zweimal. An der Kilchbergstraße 25 und ganz zentral an der Albisstraße 9. Angesichts der enormen Auswahl an Backwaren kann man schon etwas ratlos werden. Da fällt es schwer, sich zu entscheiden. Und genauso überwältigend ist das Angebot an Konditoreiprodukten aus der eigenen Konfiserie. Ein vielfältiges, buntes und abwechslungsreiches Sortiment, das schon optisch ein Genuss ist. Viele Kunden, auch aus weiter entfernten Orten der Umgebung, kommen eigens wegen dieser süßen Verlockungen nach Atliswil und versorgen sich hier mit repräsentativen Verlockungen zum Verschenken oder mit ihren Lieblingsnaschereien zum Selbstgenießen. Das gilt natürlich erst recht für die Pralines, das Edelsortiment innerhalb der Konfiserie-Waren. Hier finden wir ein Angebot, das an Qualität und Vielseitigkeit seinesgleichen sucht und in Hinsicht auf geschmackliche Raffinesse und optische Attraktion schwerlich zu überbieten ist. Bevor all die Köstlichkeiten der Bäckerei bzw. Konditorei Peter für anspruchsvolle Kunden bereitliegen, bedarf es allerdings enormer Arbeit und großen handwerklichen Wissens sowie langjähriger Erfahrung, wie zum Beispiel hier, wo der Brotteig vorbereitet wird. Danach muss er zunächst 24 Stunden ruhen, damit sich die feinen Säuren bilden können, die gutes Brot so köstlich und bekömmlich machen. Um einen ganz anderen Teig geht es, wenn so viel Butter im Spiel ist. Für diese Spezialität braucht man außer bester Butter vor allem eins: viel Geduld. Denn auch die modernsten Maschinen können dem Bäcker die zeitraubende Handarbeit nicht ganz abnehmen. Da heißt es zunächst, noch mehr Butter in den Teig packen, so dass die Butterplatte allseits vom Teig umschlossen ist. Aber schnell, denn die Butter darf nicht warm werden, damit sie sich nicht mit dem Teig verbindet. Dann wird das Ganze wiederum ausgerollt. Zum Glück hilft die Maschine mit. Das mehrmalige Falten und Ausrollen nennt man Tourieren, eine Tätigkeit, die höchste Sorgfalt erfordert. Den ausgerollten Teig wieder zusammenfalten. Wieder ausrollen. Dann nimmt der Bäcker den Teig komplett auf die Rolle. Er wird handwerklich perfekt, ohne zu großen Druck aufgewickelt und ist bereit für den nächsten Arbeitsgang. Den kann wieder die moderne Technik übernehmen, vorausgesetzt, der Teig hat genau die richtige Konsistenz und ist gleichmäßig aufgerollt. Dann wird er automatisch in Dreiecke geschnitten, die Dreiecke werden hübsch aufgewickelt. Und wenn sie mit einer eleganten Krümmung auf dem Backblech ausgelegt werden, sehen sie dem fertigen Produkt schon ziemlich ähnlich. Und ab in den Ofen. Das Ergebnis sieht dann so aus. Peters hervorragende und allseits geschätzte Croissants bzw. Gipfeli. Augenmaß und vor allem eine ruhige Hand erfordert die Herstellung dieser feinen Pralines. Hier werden Trüff mit einer Champagner-Ganache gefüllt, deren Rezept Bäcker Peter lieber nicht verraten möchte. So entstehen die Deckel. Solange sie noch fast flüssig sind, werden sie samt der Form auf die Pralines geklappt. Noch sind die Trüff nicht fertig. Vorher werden sie noch mit flüssiger Schokolade umhüllt, damit der Puderzucker gut an ihnen haftet. Überschüssiger Zucker wird vorsichtig durch Rollen auf einem Feinsieb entfernt. Dann haben die fertigen Champagner-Trüff zunächst Gelegenheit, richtig auszukühlen. Und dürfen schließlich in den Verkauf. Als ein weiterer Beweis der Schweizer handwerklichen Tradition und hohen Meisterschaft, die heute noch in der Bäckerei Peter gepflegt wird.
Dabei ist man übrigens auf ganz unterschiedliche Zielgruppen und Ansprüche eingestellt, wie diese Torte gleich beweisen wird. Hier haben wir schon mal einen Fluss. Und ein paar Augenblicke später eine richtige Landschaft. Das alles bekommt noch einen entsprechenden Rahmen. Dann werden noch die Dinosaurier freigelassen. Und fertig ist die Kindertorte. Bäckerei Peter. Exquisites für Genießer.